Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf dem roten Sofa der DVZ. Ich freue mich, dass ich jetzt hier einen richtigen Kosmopoliten zu Gast habe. Wolfgang Lehmacher ist hier Gast auf dem roten Sofa. Herr Lehmacher ist Head of Supply Chain and Transport Industry beim Weltwirtschaftsforum, also Leiter und Director Supply Chain und Transportindustrie. Herr Lehmacher ist sehr viel unterwegs, deswegen sage ich Kosmopolit, Genf, Stockholm, New York, wo auch immer er gerade ist. Ich freue mich, dass er heute hier den Weg aufs rote Sofa gefunden hat. Und hier in Berlin auf dem Kongress ist ja nun sehr viel von Digitalisierung die Rede. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, manche Unternehmen, die fühlen sich schon so ein bisschen bedroht auch von dem, was da möglicherweise auf sie zukommt. Und eine ganz andere Art der Bedrohung war vor gar nicht allzu langer Zeit noch viel mehr im Fokus der Transport- und Logistikindustrie, und das war die terroristische Bedrohung. Und mittlerweile ist auch Deutschland stärker ins Visier von Terroristen gerückt. Das merkt man. Man spürt auch eine gewisse Nervosität teilweise. Und die Terroristen suchen sich ja nun überwiegend weiche Ziele aus, also Menschen. Aber es wäre auch denkbar, dass mal terroristische Anschläge auf die Versorgungsketten geschehen. Für wie wahrscheinlich, Herr Lehmacher, halten Sie solche Szenarien? Zunächst vielen Dank für die Einladung fürs Interview. Ich halte die Bedrohung für hoch, also dass derartige Dinge ins Auge gefasst werden. Allein schon aus der Tatsache, dass oft Passagier und Fracht kombiniert transportiert werden. Somit haben wir weiche und harte Faktoren, die gleichermaßen ins Visier rücken. Sie haben Digitalisierung angesprochen. Digitalisierung ist eine andere Schwachstelle, der Beachtung zu schenken ist, aufgrund der Cyberkriminalität. Und mit wachsender Digitalisierung gibt es auch wachsende Möglichkeiten. Und das auf beiden Seiten. Was könnten denn die Folgen von Anschlägen auf die Lieferkette sein? Und die Folgen lassen sich eindrucksvoll ablesen an den Ereignissen der Vergangenheit. Wenn wir uns den Ausbruch des Vulkans in Island vor Augen führen, die Flutkatastrophe in Thailand, der Tsunami in Fukushima, zwar alles nicht terroristisch ausgelöst, aber doch mit erheblichen Folgen. Zum Beispiel auch der Blizzard in USA 2013 hat zum Verhängen des Ausnahmezustands in mehreren Staaten geführt. Oder wir nehmen 9/11 2001. Im vierten Quartal waren die Ergebnisse von Ford über 13% unter den Ergebnissen des Vorjahres, und dies nicht durch den Terroranschlag, sondern aufgrund der Tatsache, dass die Grenzen zu Mexiko und Kanada geschlossen wurden und der Flugverkehr eingestellt war. Welche Ziele sind denn aus Ihrer Sicht entlang der Lieferkette besonders gefährdet? Im Wesentlichen Knotenpunkte, Meerengen, Kanäle, Hauptumschlagsbasen. Nehmen Sie Hongkong, Shenzhen. 14,8% des containerisierten Verkehrs und der Luftfracht laufen durch diesen Frachtkorridor. Shenzhen ist ein wesentliches Gateway für die chinesische Wirtschaft. Durch Shenzhen laufen Waren für Fabriken in der ganzen Welt und Kunden in der ganzen Welt. Aber man muss gar nicht so weit schauen. Duisburger Hafen, größter Hafen Europas, oder Frankfurter Flughafen, Londoner Flughafen. Eine Beeinträchtigung dieser Infrastruktur würde zu erheblichen Folgen führen. Sie haben eben gerade auch die Digitalisierung angesprochen. Entstehen dadurch weitere Gefährdungspotenziale oder mögliche Angriffsziele, und wenn ja, welche? Digitalisierung bedeutet Steuerung. Die Systeme müssen abgesichert werden, damit Weichen nicht von unautorisierten Personen so gestellt werden, dass Züge zusammenstoßen oder entgleisen. Im Anflugverkehr der Flughäfen
werden erhebliche Datenmengen ausgetauscht. Auch diese Systeme sind abzusichern. Und im Rahmen der autonomen Städte, der Smart Cities, wenn ich mir vorstelle, dass wir vielleicht in einigen Jahren selbstfahrende Fahrzeuge überall auf der Straße sehen werden, diese sollten natürlich auch entsprechend abgesichert sein. Das sind jetzt zum einen große Knotenpunkte, die Sie angesprochen haben. Das andere ist die Frage, was können denn Unternehmen oder was müssen Unternehmen tun, um die Lieferkette zu schützen? Ich denke, die Unternehmen machen bereits viel. Obwohl nach Studien so ein Drittel der Manager der Meinung sind, dass noch nicht genug getan wird. Ich bin der Meinung, dass das Hauptaugenmerk auf die Menschen, auf die Beteiligten innerhalb der Lieferkette zu werfen ist. Das fängt bei den Mitarbeitern an. Das heißt, Mitarbeiter sind vor der Einstellung entsprechend zu überprüfen. Das geschieht auch. Polizeiliches Führungszeugnis ist ein Stichwort. Aber es geht nicht nur um die Einstellung. Auch im Laufe der Zeit verändern sich Menschen. Einstellungen verändern sich. Ich denke, es muss ein Bewusstsein im Unternehmen vorhanden sein, die Menschen zu begleiten und auch wenn Auffälligkeiten entstehen, die Hand gereicht wird, um zu verstehen und was da geschieht und vielleicht im Vorfeld gewisse Entwicklungen zu vermeiden. Jetzt mal abgesehen von den Menschen, wo sehen Sie denn die größten Schwachstellen, an denen mit höchster Priorität gearbeitet werden muss? Also ich denke, die Menschen sind der größte Ansatzpunkt. Es sind die Partner in der Lieferkette, das heißt, wer übergibt Pakete. Ich denke, wenn wir über Digitalisierung reden, denke ich, dass die Blockchain hier helfen kann. Das heißt, ein öffentliches oder öffentlich zugängliches Registrierungssystem. Es kommt ja immer auch mal wieder vor, dass versucht wird, Pakete einzuschmuggeln in Flughäfen, die Kontrollen zu passieren. Das gelingt auch immer mal wieder. Hat das auch was mit Menschen zu tun oder gibt es da noch konkrete andere Sachen? Ja, wir haben da die Röntgenanlagen, aber die funktionieren, die sind in Betrieb. Die Frage ist, wie kann man diese umgehen? Aber wenn Sie den Luftverkehr ansprechen, Frankfurter Flughafen ist ein schönes Beispiel. Die Nordwest-Startbahn ist geschützt durch einen detektierten Zaun. Gibt es 2500 Kameras am Flughafen, über die das ganze Gelände überwacht wird. In der Nacht ist es hell ausgeleuchtet. Es gibt Beschränkungen und Kontrollen. Und wenn man sich die Zahlen des Betreibers anschaut, hat es dennoch in einem Jahr über 202.000 sicherheitsrelevante Zwischenfälle gegeben. Daran sieht man, die hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben, auch wenn man noch so viele Kameras installiert. Wie glauben Sie denn, wird sich die Gefährdungslage in den kommenden Jahren entwickeln? Also ich denke, dass im Moment wir gut aufgestellt sind, dass, wenn wir die Digitalisierung nochmal erwähnen oder anführen, die Digitalisierung uns hilft, weil die Menschen, die Terroristen, organisieren sich heute in den sozialen Medien. Dadurch entsteht ein höheres Gefährdungspotenzial, aber auf der anderen Seite hinterlassen sie auch viel mehr Spuren als in der Vergangenheit. Das heißt, in die Terroristenbekämpfung konzentriert sich heute auch auf das Internet, das heißt, der Technologiewettlauf dort ist digital. Aber auch da gibt es ein Darknet, wo man vielleicht nicht so ohne weiteres reinkommt und die Spuren verfolgen kann. Also das bleibt immer auch tatsächlich ein Katz-und-Maus-Spiel so ein bisschen. Aber Herr Lehmacher, bis hierhin, vielen Dank für diese interessanten Informationen. Wo reisen Sie als nächstes nach dem Kongress hier in Berlin hin? New York. New York. Dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal eine gute Reise, wenn es denn losgeht. Vielen Dank, dass Sie hier heute auf dem roten Sofa der DVZ waren und noch einen erfolgreichen Kongress. Vielen Dank. Auch meinen Dank.